Schatten über Landl führt die Vex und Vayne-Reihe weiter fort, mit einer dämlichen Veränderung. Kann es die Reihe trotzdem wieder zum vorherigen Glanz führen? Willkommen zu meiner Review von Die Nebelgeborenen Band 5, Schatten über Elantel. Spoiler für Band 1 bis 4. Okay, das Buch ist der Punkt, wo die Nebelgeborenen von Heine nicht mehr verlegt wurden und Piper übernommen hat. Abgesehen vom Äußeren gibt es einen ziemlich großen Unterschied, die Übersetzung. Wo die ersten vier Bände von Michael Siefener übersetzt wurden, übernimmt das jetzt Karen Gerwig und es ist anders. Siefener hat alle englischen Begriffe, auch Namen, ins Deutsche übersetzt. So wurde Priest zu Wea, Spook zu Spooky oder Venture zu Vaga. Das hat sich jetzt erledigt. Wir haben jetzt die englischen Worte im Buch und das ist einfach ein unverständlicher Stilbruch. Warum? Hätte man sich nicht annähernd dafür interessieren können, dass es einheitlich bleibt? Die einfache Frage, wurden Namen übersetzt? Nein? Okay, nichts weiter. Wenn man unbedingt auf diese Hybrid-Übersetzung beharren wollte, hätte man doch wenigstens die Neuausgaben von Piper anpassen können. Aber die bleiben auch von Siefener. Wieso? Stellt euch mal vor, wenn jemand nur die deutsche Übersetzung liest und jetzt zu diesem Buch kommt. So viel wird überhaupt nicht bemerkt. Das Schlimmste daran ist aber, dass ich mir sicher bin, dass Jäger der Macht ebenfalls bei der Siefener Übersetzung bleibt. Was halt noch schlimmer ist, wo die erste Trilogie in vielen Punkten eine abgesonderte Geschichte ist, ist Jäger der Macht der Beginn dieser Quadrilogie. Wollt ihr das Witzigste dabei wissen? Metall der Götter, also Band 7, wird als Übersetzer Simon Weinert haben. Was macht der jetzt? Geht er mit der Siefener oder Gerwig Übersetzung? Oder noch besser, macht er seine ganz eigene? Das ist einfach nur ein riesiger Haufen Müll und ich würde gerne mal wissen, wie es dazu gekommen ist. Ich will nicht sagen, dass der oder die Schuld haben, dafür habe ich nicht genug Infos. Alles, was ich sage, ist, dass man sich viel mehr Mühe hätte machen müssen, um die Einheitlichkeit zu bewahren. Hier habt ihr als kleine Hilfestellung die wichtigsten Änderungen, dann müsst ihr sie nicht erst googeln. Okay, Rant zu Ende, fangen wir mit der Review an. Schatten über Elantel ist plottechnisch zwar ein bisschen besser als Jäger der Macht, aber halt auch nur ein bisschen. Keine Ahnung, irgendwie konnte mich das Buch wirklich nicht so abholen. Wir haben an sich wieder eine eher kleine Krimi-Geschichte, bei der wir einen Mörder finden müssen. War gut umgesetzt und auch die Auflösung war ziemlich gut, aber halt mehr auch nicht. Es war im Allgemeinen ein wenig politisch, die letzten Bände hatten natürlich auch Politik, aber diesmal waren es mehr Dinge, die man auch in unserer Welt finden würde. Arbeitsbedingungen, Inflation, Korruption, alles unglaublich gut umgesetzt natürlich. Hier und da haben wir ein nettes Cameo aus den vorherigen Büchern, das war ganz nett. Ich will ehrlich sein, ich mache das Video fast eine Woche, nachdem ich das Buch gelesen habe und vom Plot ist gefühlt nichts mehr im Kopf. Das ist keine Ausrede, das ist ein Kritikpunkt. Ein Buch sollte ein bisschen länger, man sollte sich länger an ein Buch erinnern können, als eine Woche. Ich würde sogar so weit gehen, dass Jäger der Macht einen interessanteren Plot hatte, aber Band 5 hat mit dem Ende und einem sehr wichtigen Aspekt noch ein bisschen mehr herausgeholt. Machen wir aber mit den Figuren weiter. Vex ist und bleibt das Herzstück dieser Reihe. Wir haben nicht nur ein Kapitel aus seiner Vergangenheit, sondern wir konzentrieren uns auch die ganze Zeit über auf ihn. Lassies Tod und seine Zeit im Rauland wurden zwar schon im Band 4 thematisiert, aber jetzt wird das noch mehr ausgebaut. Wirklich gute Charakterarbeit, vor allem gegen Ende. Marazi war diesmal weit wichtiger als in Band 4 und sie entwickelt sich zu meiner Lieblingsfigur in Ära 2. Als Polizistin sehen wir die etwas geordnetere Welt der Verbrechensbekämpfung. Gleichzeitig fühlt man sich gleich so mit ihr verbunden, wenn sie sich mit einfachen Arbeitsproblemen rumschlagen muss, dass die anderen ihre Beförderung nicht gönnen etc. Sie macht einfach Spaß und gibt ihre ganz eigene Sicht auf die Welt. Gleichzeitig wird dieser kleine Minderwertigkeitskomplex bei ihr endlich thematisiert, worauf ich mich schon gefreut habe. Vayne nervt. Tut mir leid, aber er funktioniert einfach nicht für mich. Mit einem Kapitel wurde zwar versucht, ihm mehr Charakter zu geben, aber es waren sich genau das gleiche, die gleichen Informationen, was man bereits in Band 4 getan hatte, ohne es wirklich weiterzuentwickeln. Es gibt ein paar interessante Sachen in Bezug auf ihn, wie zum Beispiel, dass er keine Pistolen benutzt, woraus aber nichts gemacht wird. Außerdem funktioniert sein Humor für mich einfach nicht. Sicher eine extrem subjektive Sache, aber ich finde ihn einfach nicht sonderlich lustig. Sein Hin und Her mit Vex hat genau das gleiche Problem. Ich finde, er funktioniert am besten in einer größeren Gruppe, also mit vielleicht Marazi, Melan oder Steris noch mit drin. Muss aber jeder für sich entscheiden. Ich mochte seine Kapitel einfach nicht und kann nur hoffen, dass da noch irgendetwas kommt.
Ansonsten hatten wir nicht so viele Nebenfiguren. Steris ist wirklich witzig und ich glaube, mit ihr kann man noch viel mehr machen. Milan ist vor allem seltsam, aber sie wird wohl nie mehr als eine Nebenfigur sein. Die Antagonistin war diesmal besser, nicht unbedingt wirklich gut, aber das sagt mehr über Miles aus als andersherum. Sie war gefährlich, unberechenbar und man konnte sie nicht gleich in eine Schublade schieben. Demnach gelungen. Die Welt wurde nicht wirklich erweitert, außer dass wir mehr über die Zeit zwischen Ära 1 und Ära 2 gelernt haben. Es waren so viele kleine Hinweise, die wirklich spannend waren. Gleichzeitig haben wir viel mehr über die Kantras und Sazed bzw. Harmonie bekommen. Das hat alles gleich ein bisschen interessanter gemacht. Ich möchte noch einmal anmerken, wie genial der Cosmere eigentlich ist. Die Reaktion, die der Name heute bei mir auslöst, sollte eigentlich nicht so stark sein, aber verdammt. Ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind. Trotzdem kann ich wirklich nicht mehr über das Buch sagen. Das Kampfsystem war natürlich wie immer unglaublich gut, aber das Buch selbst war einfach nicht so toll. Besser als Band 4, aber trotzdem leider etwas enttäuschend. Habt ihr das Buch schon gelesen oder denkt ihr noch darüber nach? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und für weitere Cosmere-Videos einfach den Kanal abonnieren. Und ciao!